Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesforschungszentrums für Wald. Die Portion Waldwissen zum Hören. Ah, schön ist es hier in der Steiermark. Ein herrlicher Tag, um die Waldluft zu genießen. Du sagst es. Es geht doch nichts über einen erholsamen Spaziergang im Wald. Du, schau mal. Wieso graben die Leute dort vorne Löcher in den Boden? Mitten im schönen Wald? Schon eigenartig. Lass uns mal den Herrn da vorne fragen. Vielleicht weiß er ja mehr. Entschuldigen Sie, warum graben Sie da mitten im Wald Löcher in den Boden? Grüß Gott, wenn ich mich zuerst vorstellen darf. Mein Name ist Michael Englisch, ich bin vom Bundesforschungszentrum für Wald, vom Institut für Waldökologie und Boden. Die Frage, warum wir hier Löcher graben, ist, wir wollen einiges über den Boden wissen. Das ist die Produktionsgrundlage unseres Waldes, ganz wichtig. Der Boden hat wichtige Funktionen. Das eine ist, dass er die Nährstoffe für das Baumwachstum nachliefert. Die andere ist, dass er das Wasser hält, also die Bäume mit Wasser versorgt. Und aus unseren Bodengruben oder aus unseren Bodenprofilen, wie wir Bodenkundler sagen, werden wir Bodenproben und die werden chemisch und physikalisch untersucht. Damit bekommen wir dann Rückschlüsse auf die Wasserhaltefähigkeit des Bodens und auf die Nährstoffnachlieferung für die Bäume. Können die richtigen Baumarten den Wald vor dem Klimawandel schützen? Ja, verschiedene Baumarten haben bestimmte Ansprüche an den Boden. Manche Baumarten brauchen mehr Wasser, manche Baumarten sind gegenüber von Wasser empfindlich. Manche Baumarten brauchen eine bessere Nährstoffversorgung, andere Baumarten sind darüber dagegen relativ unsensibel. Deswegen müssen wir die Bodeneigenschaften so gut kennen. Wenn wir wissen, welche Baumart auf welchem Standort die richtigen Verhältnisse vorfindet, dann sind solche Baumarten stabil und können auch im Klimawandel vitaler bleiben, das heißt, sie sterben nicht ab. Was es nicht alles gibt. Je öfter wir in den Wald gehen, desto mehr lernen wir von ihm. Stimmt. Bald können wir uns selbst als Waldexperten bezeichnen. Das war's schon wieder. Hören Sie das nächste Mal wieder rein, wenn wir Wissen aus dem Wald bringen.